Ich dachte nach, indem ich beobachtete, was Wissen wirklich ist und was Verblendung und Unwissen wirklich sind. Außerdem, was für ein Mann wird auf den König folgen, den sie einst eingesetzt haben? Ich beobachtete, es gibt einen Vorteil, den das Wissen bietet, aber nicht das Unwissen, wie es einen Vorteil gibt, den das Licht bietet, aber nicht die Dunkelheit. Der Gebildete hat Augen im Kopf, der Ungebildete tappt im Dunkeln, aber ich erkannte auch, beide trifft ein und dasselbe Geschick. Da dachte ich mir, was den Ungebildeten trifft, trifft also auch mich. Warum bin ich dann über die Maßen gebildet? Und ich überlegte mir, dass auch das Windhauch ist. Denn an den Gebildeten gibt es ebenso wenig wie an den Ungebildeten eine Erinnerung, die ewig währt, weil man schon in den Tagen, die bald kommen, beide vergessen wird. Wie ist es möglich, dass der Gebildete ebenso sterben muss wie der Ungebildete? Da verdroß mich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wurde, lastete auf mir als etwas Schlimmes, denn es ist alles Windhauch und Luftgespinst. Verschonen Sie uns mit Ihrem Kinderschreck von der magischen Macht, Lord Vader. Ihre traurige Anhänglichkeit an diese altertümliche Religion hat Ihnen nicht geholfen, die gestohlenen Unterlagen herbeizuzaubern. Und sie ebenso wenig den geheimen Stützpunkt der Rebellen finden lassen. Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert. Schluss jetzt damit. Peter, lassen Sie ihn los. Wenn Sie es wünschen. Ja.